Viele Symbole in der Mathematik sind nichts anderes als Abkürzungen. Eine Multiplikation ist im Grunde nichts anderes als eine Abkürzung dafür, dass wir mehrfach dieselbe Zahl addieren. Wenn wir verschiedene Zahlen addieren und zwischen den Summanden eine Beziehung besteht, die wir mathematisch formulieren können, können wir auch hierfür eine Kurzschreibweise wählen. Hier haben wir die ungeraden Zahlen von 1 bis 17, die wir addieren sollen. Ungerade Zahlen können wir allgemein als 2k plus 1 symbolisieren, wobei die Laufzahl k von 0 startet und in unserem Fall bis zur Zahl 8 verläuft. Anstatt jetzt umständlich die Zahlen hintereinander zu schreiben und mit einem Pluszeichen zu versehen, können wir diese Summe auch abkürzen mit einem griechischen großen Sigma. Summe ist Sigma von 2k plus 1 von k gleich 0 bis k gleich 9. Hinter dem Summenzeichen steht eine Funktion von k, von der Laufvariablen. Unter dem Summenzeichen steht die Laufvariable und der Anfangswert. Und auf dem Summenzeichen ist der Endwert der Laufvariablen. Wir können in ähnlicher Art und Weise auch eine Kurzschreibweise für die Multiplikation definieren. Hier findet sich ein großes griechisches Pi als Symbol und die Laufvariablen, der Startwert und der Endwert, stehen an gleicher Stelle. Wenn wir etwa die ungeraden Zahlen von 1 bis 19 multiplizieren sollen, schreiben wir Pi 2k plus 1 von k gleich 0 bis k gleich 9. Eine besondere Bedeutung hat Pi von k von 1 bis n. Man nennt das die Fakultät und kürzt es mit n Ausrufezeichen ab. Man kann mit der Fakultät zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten oder Verteilungen berechnen, etwa die Anzahl der Möglichkeiten, 6 farbige Eier in einem Eierkarton zu positionieren. Es sind dies 6 Fakultät oder 720. 1, 8, 27, 64. Wir sollen diese Reihe fortsetzen. Wir versuchen eine Funktion der Laufvariable zu finden. 1 ist 1 mal 1, 8 ist 2 mal 4, 27 ist 3 mal 9, 64 ist 4 mal 16. Offensichtlich haben wir hier die Lauffunktion k mal k² oder k hoch 3 und die fünfte Zahl muss dann 5 hoch 3 oder 125 lauten. Wir sollen die Summe j plus 2 für j von 3 bis 5 berechnen. Wir setzen 3, 4 und 5 ein, addieren und erhalten 18. Sehr häufig enthalten mathematische Gleichungen Unbekannte, meistens mit x gekennzeichnet, und wir sollen diese Unbekannte ermitteln. Hier ist ein Beispiel für so eine Aufgabe. Wir wenden zunächst die bekannten Rechenregeln, Distributivgesetz, Kommutativgesetz an und versuchen die rechte und linke Seite, soweit es geht, zu vereinfachen. Wir multiplizieren beide Seiten aus und fassen zusammen. Jetzt können wir auf beiden Seiten dieser Gleichung die gleiche Rechenoperation durchführen. Zum Beispiel auf beiden Seiten minus 8x addieren. Jetzt haben wir auf der rechten Seite nur noch einen Term ohne x. Um auch auf der linken Seite nur noch einen Term zu bekommen, können wir auf beiden Seiten 19 addieren und erhalten dann minus 7x gleich 14. Jetzt dividieren wir auf beiden Seiten durch minus 7 und erhalten x gleich minus 2. Zur Probe setzen wir dieses Endergebnis noch in unsere Anfangsgleichung ein. Wenn wir richtig gerechnet haben, müssen sich auf der rechten und linken Seite die gleichen Ergebnisse ergeben. Eine weitere Gleichung mit einer unbekannten x. Wir multiplizieren zunächst beide Seiten aus, Distributivgesetz, nochmal Distributivgesetz und fassen dann zusammen. Jetzt starten wir mit unseren Äquivalentumformungen. Wir führen auf der rechten und der linken Seite die gleiche Rechenoperation durch. Wir ziehen zum Beispiel minus x² ab. Wir addieren plus 8x. Wir ziehen 32 ab. Wir dividieren durch minus 4. Und schließlich haben wir das Endergebnis x gleich 5. Durch Ausmultiplizieren und 4 Äquivalentumformungen haben wir die Gleichung gelöst. Wir setzen das Endergebnis zur Kontrolle in die Gleichung ein. Für x gleich 5 ist die Gleichung wahr. Wir haben ein paar Grundregeln der Arithmetik wiederholt. Das Assoziativgesetz, was bei Addition und Multiplikation gilt. Das Distributivgesetz, das Ausklammern und Ausmultiplizieren. Wir haben die Regel Punkt vor Strich und Klammer vor Punkt
wiederholt. Wir haben das Rechnen mit negativen Zahlen diskutiert. Minus mal Minus gibt Plus. Wir haben die binomischen Formeln 1, 2 und 3 abgeleitet. Haben die Kurzschreibweise für Summen und Produkte kennengelernt. Und wir haben gesehen, dass wir durch Äquivalentumformung in der Lage sind, einfache Gleichungen zu lösen.